So, Freddy holt jetzt nochmal alles raus. Mit Nasenpflaster. Aber läuft. Selten so viel Luft gekriegt. Fit? Ja. Selber leicht werden wir gleich sehen. Aber auf jeden Fall habe ich Bock und schauen wir mal. Geht los. Sehr gut, also ab in die Startaufstellung. Viel Spaß, Jungs. Attacke. Die Jungs haben Verstärkung bekommen hier. Der Triathlet. Hab mal vorbeigeschaut. Bin gerade noch ein bisschen Rad gefahren. Dachte so, hier steige ich nochmal ein. Laufveranstaltungen sind immer schön. Nee, du hast das Memo nicht gekriegt. Jürgen hat hier die Verpflegung fest im Griff, holt für die Jungs Wasser. Passt perfekt, gibt keine Ausreden hier. Also, Freddy sieht locker aus. Gleich Kilometer 15 geschafft. Hälfte ist gleich geschafft. Das sieht ja noch alles locker aus. Gut, das ist halt nichts. Verletzung ist Verletzung. Das ist das Gleiche wieder. So, das ist wieder Sport, Freddy. Ja, der Wettkampf läuft noch und für mich ist das Rennen leider schon vorbei. Ich hatte vor 2-3 Wochen, wie schon gesagt, so eine leichte Verletzung. Irgendwie hat das dann bei Kilometer 22, 23 fing das wieder an und wurde halt echt übel. Und ja, dann musste ich leider bei 32 musste ich rausgehen und bis dahin ist gut. Wir sind ein bisschen mit Risiko angegangen, unter 2,50. Ich glaube nicht, dass wir das geschafft hätten, also 2,52, 53, das wäre das Ziel gewesen. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich, und aber wie Nick schon gesagt hat, das gehört leider auch zum Sport zu. Und so ist es, Mund abputzen, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, du hast noch Gel dran. Und dann beim nächsten auf Westside laufen. Ja, und aber auf jeden Fall nochmal danke an Yannick für den Plan, danke an Sören und Hensi fürs Ziehen, danke an Nick. Hat ja funktioniert. Für die Filmerei. Die Beine waren da. Also nur die Muskeln, das Training war nicht umsonst, aber ist trotzdem scheiße, aber so ist es. Geht weiter. So ist es. Also, ab dafür. Ciao. Ab in die Bahn. Tschö, tschö. Ciao.